Nee, ich bin, so. Ich bin auf meinen Shortcut gekommen. Oh, online. Ja, ich bin kurz auf Numpad 1 gekommen. Ach so, du hast ja da alles drauf gelegt. Ja. Weil du hast ja doch 5 Millionen Tasten oben dran, wa? Ja. Aber davon habe ich bloß 2 programmiert, Tobi. Ich auch. Weil alles andere ist Wahnsinn. Escape und Enter, damit ich mich aber rüber muss. Ja. Das ist schon sehr von Vorteil, muss ich sagen. Da schwappst du ja mit dem linken Finger rum. Ja, voll gut. Du kannst ja nicht. Ja, die Tastatur ist geil. Aber die habe ich jetzt auch auf komplett Party-Mode. Oh, die mexikanische Würfelbude. Mhm. Oben raus. Okay, ich gehe raus, aber ich hole mir mal kurz was Neues zu trinken. Ja, ich auch. Komm gleich. Jo. Jetzt muss Tobi alleine unterhalten. Nächstes, ich hol mir auch was. Meine Fresse. Ein paar Typen hier. So, bin wieder da. Ach, Controller bleibt hier. Ja, schmilzt du auch schon weg, was? Ja. Nee, ich bleib hier immer mit meinen. Ich hab doch vorhin gesagt, dass ich meine Tastatur ausfahren muss und dann bleib ich immer am Kabel hängen. Ich hab doch bloß 30 cm Kabel. Weißt du doch. Ach so, ja. Von Controller oder was? Ja. Achso, du sagst aber Controller. Ja, das macht sich ein bisschen einfacher bei Wackfest und bei diesem Spiel. Hast du ja selber gemerkt, dass Wackfest mit Tastatur blöd ist? Ja. Läuft der Controller wieder. Jetzt endlich wieder? Ja. Okay. Ja. Bloß komisch, weil ich bin erst an USB 2.0 gegangen. Da wollte er irgendwie nicht. Oder der Innerport hier vorne ist kaputt. Weil das da hinten, weiß ich es gar nicht, was da eigentlich auf dem Swipe ist. Oder die sind alle drei. Weiß ich nicht mehr. Ich hatte den ja auch vorne beim Tower Port, aber jetzt habe ich auf dem USB-Hub. Habe ich ja sonst auch. Aber die sind schon beide besetzt, die 3.0. Ich habe ja vorne 4 Anschlüsse und 3 sind schon voll. Ja, ich habe ja vorne bloß 2. Dafür habe ich ja hinten nur mal 6 oder 7. Ja. Halt USB-C, was ja noch keine Sau nutzt. So, bin wieder da. Jo, bin ready. Bist der Balle nächstes Level, wa? Mhm. Gucken, was da Schickes gibt. Ach, irgend so eine komische Krone. Das ist, glaube ich, das, was du mit echt Geld kaufen kannst. Oh, die Wippen! Ach Gott, nee, das wird doch nichts. Das ist doch wieder Nullnummer. Mein persönlicher Nemesis, Alter. Ja. Einer davon. Ich so wie jedes andere Level auch. Ja, ich starte wenigstens erste Reihe. Oh, es sieht aber gut aus für uns. Ich schwimme mit dem Strom. Alter, das war's. Ich bin okay, ich schwimme mit dem Strom und stürz ab. Noch bin ich drauf. Ah, es ist so frustrierend. Fängst einfach von der bei Null an. Ach, ich bin immer auf der falschen Seite. Aber der Start war gut. Ja. Kein Wheelspin gehabt oder so, ne? Jo, jetzt komm. Oh, jetzt mal ich sehen, wie es hier läuft. Hast du gesehen? Da kannst du in der Mitte doch rübergehen. Ja, ach Mann, das ist doch. Ach komm, was macht der denn hier? Wünsches.
Ah, das bist doch du hier. Ah, jo. Hör auf, Alter. Komm her, Junge Ananaskopf. Ach, come on. Wir sind einfach beide im selben. Ja. Das Spiel ist doch Hurensohn, Alter. Ich verfolge dich jetzt. Falls mehr Leute am Ziel, und dann ist erstmal Dürre. Ja, und jetzt kommt so ein riesen Pulver an. Oh, fuck. Ach, jetzt kriege ich dich nicht mehr, glaube ich. Ist meilenweit weg. Falsche Wahl. Richtiger Mist. Sieht gut aus. Vor dem Ziel wartet jemand. Bin durch als 16. Wieso wartet denn der? Naja, zum Blocken kannst du doch andere Leute mobben. So wie auf Arbeit. Ich hab Mobbing noch groß geschrieben. Ach komm, Junge. Ach, da bist du. Ich bin so schlecht. Gott, wie weit hinten du noch bist. Ja, ich sag's ja. Nur 4 Leute. Ich kann das absolut nicht. Ach, oh shit. Noch, sind hier der CO2-Einspur zugeredet? Oder auch nicht. Das ist ein Hotdog-Vieh, ja? Ja, ich will auch so ein Hotdog sein. Was ist denn das da oben, das Weiße? Ein Ninja? Ein weißer Ninja? Keine Ahnung. Oder ein Schneemann. Die Gurke hat aber auch ganz schön Stil. Ich glaube, das soll ein Kaktus sein. Meinst du? Also? Ich glaube schon. Dient als Abwehr. So auf blau und lila halten, ja. Das ist eigentlich relativ easy hier, die Rollen. Mhm. Aber ich bin eh raus. Naja, weiß ich. Musst du mehr schuppen? Hier kann man richtig geil abfacken, glaube ich. So, warte mal, wo bist du denn schon wieder her? Ja, ich bin raus, alles klar. Echt? Okay. Ach, da. Versicherung geht aber. 5 Sekunden oder so. Okay. Ey, eine Krone bekommen. Level 5. Hab ich jetzt auch. Mal gucken. Ich glaube, wir sind relativ gleich auf. Zum Shoppen gibt für eine Krone. Und zwar ein episches Feenhorn. Bin ich hier noch nicht durchgestiegen. Wo? Im Shop? Ja. Ninja Meister, 5 Kronen. Da gibt es ja immer nur so ein paar solche Sachen, oder? Na, hier ist noch DLC Store, du hast doch das DLC. Ja, weiß ich nicht, hab ich. Na, ich denke, du hast 30 Tacken aus jedem für das Spiel. Hab ich ja, aber. Dann guck im Einkaufswagen oben im Reiter und dann rechts DLC Store. Irgendwie komme ich da raus. Achso, eine öffnete Internetseite aus. Ja, genau. Achso, da kannst du die DLCs kaufen. Lol. Okay. Mega dumm, oder? Ja, ich bin bereit. Warte, ich muss da erstmal irgendwie rauskommen jetzt. So. Wir werden es doch wohl noch irgendwann nochmal ins Finale schaffen. Bisher waren wir nur erst einmal drin. Stimmt, ja. Gebt euch doch mal Mühe, ey. Tja. Grauenhaft. Ah, in 20 Stunden gibt's da unten neue Items. Ah, okay. Let's go. Yes. Ja, Türen laufen. Dortisch. Mhm. Da kann es ja eigentlich sein, dass es immer dieselben Türen sind, oder? Uns vielleicht mal merken.
Meinst du? Ja, weiß nicht. Also, bei der letzten Runde war es bei der ersten Türreihe, genau die in der Mitte ging nicht auf. Alle anderen gingen auf. Okay. Ja, so geht. Muss doch so ein Berserker dahinter stehen, der ihn wegsieht. Ja, aber. So richtig wie bei Takeshis Castle. Genau. Oder so ein Schlammloch, ne? Nee, ist immer random, glaube ich. Okay. Ja, fuck it. Ey, sobald du hier ein bisschen hinten nach bist, kannst du es eigentlich schon gucken. Da wirst du platt gelaufen, ne? Naja, das ist hier. Naja, obwohl, es sieht nicht so schlecht aus für mich. Alter, ich bin unter den Ersten. Fünfter oder so. Oh, hab ich geschafft, das auch noch. Ja, bin auch drin. Nice. Nice, nice. Achso, das hat man ja vorhin schon mal. Ah ja. Okay, Team Rot, wie vorhin. Jo, Team Rot ist es. Ja, sag das nicht so laut. Tino ist rot, ja, aber... Dani, wo bist du? Auch rot? Ja, ich bin auch rot. Das ist praktisch. Naja, ist auch immer, wenn wir spielen noch zusammen. Team Rot ist es doch nicht. Ne. Fuck. Aber Team Blau noch wen? Ach, jetzt, okay. Ah, scheiße, ehrlich. Und das nur noch bei die paar Sekunden. Ah, so ein Crap. Da tuppelt der einzelne Ball da. Ich rette! Doch nicht! Oh, was? Oh, das scheiße. War's. Hätte doch nochmal schnell die Farben gewechselt. Jetzt mal diese komischen Emotes ausprobieren, gucken was da geht. Wie gehen die denn? Pfeiltaste vermute ich mal. Also D-Pad aus. Hm? Also im Rennen hat es vorhin nicht funktioniert. Jetzt muss bestimmt für stehen. Als 60 Spieler, das ist ja wohl auch riesen Map drin, oder? Mhm. Du, das ist am Anfang ja immer 60. Stimmt ja. Ah, dann schon wieder. Ja, jetzt wiederholt sich so langsam wieder alles. Selbst.
Okay. Ah ja, Pfeiltaste ist es. Oh, ich bin hier der Erste, ich zieh durch. Ist ja voll dagegen. Jo, das Dashen und sich nach vorne bäumen lassen, funktioniert. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich bin Zweiter. Aber für den Preis ist der Inhalt noch so klein, finde ich. Ja, leider. Ja, das war's. Ich hab dich gleich überholt. Fuck. Alter. Oh, was ist das, Alter? What the fuck? Wie krank das ist. Das, wie bei Mr. Burns seine Krankheiten. Jo, stimmt. Alter, was? Wie knapp ist das denn? Unglaublich. Das ist ja frech. Unglaublich. Schiebung. Genau. Schalschiri. Und weiter geht's, Alter. Trainieren, Jungs. Mhm. Macht doch irgendwann alle nass. Die Ananas. Was Gesundes trinken mit einem Haufen Vitamine. Hopfenblütentee oder was? Hopfenblüten-Eistee. So eine Pisette aufroppen. Aber volle Bude. Macht euch mal noch eine schöne Pisette auf, meine Freunde. Ich hab ja nichts mehr. Naja, ich hab noch weiße Spritzen. Ich muss mal dreimal an der Wohnung über dir mit dem Besen ankloppen. Dann lässt der Korb runter. Dann lässt der Korb runter hin. Dreimal klopfen. Ah, Herr Jungs. Hinternach liegen. Einfach komplett geleakt alles. Ja. Scheiße. Wow. Naja, ich komm recht gut durch diesmal. Ich werd mir ein weißes Spritzen gleich aufmachen. Zieh durch, Alter. Bin's. Oh, bei mir sieht's nicht so gut aus. Hier rennen noch. Ach so. Man muss halt safe ein bisschen der Erste mit sein, dann ist das easy. Ja, ach nee. Wenn die Traktionskontrolle nicht stimmt und du nicht wegkommst. Ich bin Fünfter, Alter. Mich hält nichts mehr auf. Ach komm, was machen die denn hier? Die versauen's mir alle. Fuck. Ach ey. Bis er auch aufsteht, der Arsch. Ist aber Vorsprung. Alter. Nein, nein, nein! Nein! Ich war kurz vorm Ziel. Und ich fall einfach runter. Ach, verdammt. Oh, nee. Es war so knapp. Es war so knapp. Ja, es wird eine Nullnummer. Soll ich gleich den schweren Kopf hängen? Alter Schwede. Hä? Ist ein Witz. Ich wäre eigentlich schon zweimal drin gewesen. Und hab's wieder verkackt. Es ist ein Witz. Es ist die schlimmste Map. Wolltest du jetzt eh noch Wall Runner machen? Ja. Hätte ja klappen können. Ach, es ist so eine Schmutzmap. Oh, da bist du doch schon wieder. Bleib mal hier. Hau ab. Ey! Zum dritten Mal! Ich hab's, bin durch. Es ist ein Witz. Es ist so ein Witz. Ich zieh auch noch durch. Na dann mach. Bin dabei. Was ist das für ein Kostüm? Ich guck mir gerade so ein Marshmallow an. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Runde beendet. Noch geschafft? Ja. Ja. Ich glaube, dass das jetzt alles geklappt hat.
einen Dinosaurier-Kostüm. Mhm. Ja, so ein. Der mit den drei Hörnern, wie hieß denn der nochmal? Triceratops. Auch geil. Naja, gut, der heißt Triceratops. Drei Horn. Oh, die Map, da war ich eigentlich mal ganz gut. Du bist direkt vor mir. Jo. Festhalten. Ey, ein Huso. Es geht schon los. Instant festhalten. Ich feier es ab. Wo bist du denn? Ich hab Ananas. Ich bin schon durch. Ah, du bist hier links neben mir. Hab mich schon qualifiziert. Ja, ja, als ob. Alter, was ist das für ein Kack? Ey, es geht einfach nicht mehr runter, die Band. Ja, ja. Ich bin direkt davor. Es ist so lächerlich. Oh, da hast du ja jetzt aber... Luckshot. ...ordentlich erschietet gerade hier. Wow! Nee. Hä? Wo steh ich denn? Wow! Jo, ich bin durch. Ich weiß. Ich bin falsche Richtung gelaufen, ich bin bloß zurückgelaufen. Oh, das ist eigentlich eine geile Map, Alter. Die kommt viel zu selten. Das eine sah aus, als wäre da eine Rutsche in der Mitte oder so abgesperrt auf jeden Fall. Da kannst du bestimmt auf so einer Tür sitzen und dich hochschleudern lassen und dann bist du in der Mitte. Schön am Cheaten hier. Alter. Ja. Immer noch drei Zuschauer. Gibt's doch ja nicht. Wahnsinn. Es sind nur noch zwei. Nur noch zwei? Ja. Hättest du jetzt nicht sagen. Moment, dass ich verpisst. Das war so aufregend. Sind doch eh nur ihr Bäder, oder? Das hält kein Herz aus. Naja, ein dritter wird's noch gewesen sein gerade. Mhm. Also irgendwer hat sicher reingeguckt. Ja. Ab und an passiert das mal. Mhm. Wer auch immer sich da verirrt. Ja, wir sollten eine Würstchenbude aufmachen zum Streamen. Ja. Aber nur zum Streamen. Nee, weißt du was, wir müssten hier die Maps in Real Life nachbauen und dann machen. Arsch. Ich bin schon runter, fuck. Gut, ich beende. Was los, Jungs? Mann, Mann, Mann. Jetzt läuft's irgendwie nicht mehr so. Mach die Müdigkeit, Alter. Wird doch schon kühler. Wo ich vorhin auf dem Rad war, da hatte ich alle Fenster zu gehabt und den Ventilator in meine Richtung, habe ich draußen gesehen, dass Wind ging. Die ist ja eine Scheiße, die ist eigentlich eine Fenster. Hier und jetzt geht wohl noch kein bisschen Wind, Alter. Bei mir bewegt sich kein Blatt, Alter. Wo ein bisschen ist. Auch vorhin hat sich sogar der Ast so ein bisschen geneigt. Wahnsinn, abgesicht dann. Ohoho. Naja, Ball abgebrochen. War mein fetter Kater drauf. Ne? Da biegt sich alles weg. Oh, 4 Zuschauer. Junge, Junge, Junge. Ach nee. Neuer Rekord? Boah. Nee, ich hatte schon mal 100 irgendwas. Was? Ja, bei... Oh, was war denn das damals? Gears 4 müsste das gewesen sein. Ach, ich bin letzte Reihe, das ist doch ein Witz. Ich bin erste Reihe. Und dann auf der Popel-Map hier, ey. Ja. Ach, komm. Ja, kann ich gleich rausgehen eigentlich. Schon auf der ersten Wippe schon nicht gepackt. Also ich habe die erste Reihe schon durch jetzt. Ach, komm. Würdet ihr beide jetzt streamen, dann würdet ihr euch ja die Zuschauer klauen. Welche Zuschauer? Lul. Jetzt ist wohl nur 3. Ja. Bestimmt wohl noch einer verklickt. Ja. Ey, fuck. Die Map ist einfach Schmutz. Gebrach. So, hab jetzt die zweite Wippenreihe, jetzt bin ich bei der letzten. Ich glaube, ich troll jetzt hier nur noch rein. Ist mir egal. Okay. Dann mach. Ich roll nur noch rein. Ich werde den Astronauten hier jetzt nur noch festhalten. Ich komme relativ easy durch. Ich komme als 5. durch. Aus. Ach komm. Ja, mag ich so laut hier. Naja, oder? Oh ja, das war. Ja. Jetzt warte ich hier und halte Leute. Ja. Oh, Dani ist auch da hinten. Ja, ich nähere mich langsam. Das sieht man aber an den roten Pfeilen. Nix da. Ach komm. Hier einfach runterwubbeln. Der Arsch. Ja. Gar ein 3er-Match gehabt, oder? Ja, ja.
Ja, ich dachte mir, hier Handicap ja, verlasse ich lieber. Ey, vor allem, wenn man auch einmal umfällt, wa? Kommt nicht wieder hoch. Mhm. Kommt nicht wieder auf die Beine, der Arsch. Bist du jetzt schon durch? Nö. Ich gammel hier rum. Da war ich doch gerade. Jo, da bist du. Das könntest du aber noch schaffen. Ja, wie denn? Hast du den gerade im Mitte hier? Mhm. Weil er es verdient hat. Ja, jetzt nach links und dann müsstest du es. Ach, wieso springst du nicht? Ey, ich weiß nicht. Alter, es wird so knapp. Ja, ja. Naja. Scheiße, naja. Gibt's doch ja auch nicht. Eine Dramatik. Mhm. Weil ich gleich Gänsehaut bekomme. Besser als jeder Krimi, Alter. Ja. Die berühmten Krimis von Rosamunde Pilcher. Die werden auch so abgedreht, wie sie gedruckt werden. In schwarz-weiß. Der Alte guckt die immer. Falls ich mal ermordet werde. Ja, dann wissen wir mehr, oder? Wieso dann falls? Nee, wenn. Dann setzt euren Vater drauf an. Ach so, wir sind noch bei dem Spiel in Wien, wo der Ermittler Schwalbe war. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja. Uedo oder was? Ja, sowas ähnliches. Das war ganz lustig. Ja, er war einfach, er hat immer den Schmierlappen gespielt. Ja, er war der Mörder, der hieß die Schwalbe. Ja, ja, auch geil. Die kackt immer der Windscheiben von. Frontscheiben von Autos. Die Schwalbe. Aber hat man das Level hier schon mal? Das war doch normalerweise immer am Anfang, oder? Als zweite Map noch nicht, glaube ich, oder? Na, eben. Ist ja doch abwechslungsreich. Boah, da hast du aber einen Solo-Queue in Zone gerade. Nicht ja. Schlecht. Jo! Alter! Zweiter! Jetzt geht's ab hier! Sehr gut. Ja, ja. Easy win. Ah, jetzt fühle ich es, das war eine Runde. Mhm. Ich sitze jetzt zwar Willer, aber. Du merkst es in der Knoche. Ah ja. Ich habe hier dauernd Netzwerkfehler. Hast du mal Router neu gestartet? Das läuft ja. Ach so. Wie du gesagt hast. Muss man mal den Fehlercode merken. Okay. Nun 815. Ah, oh, das Ding. Das ist nervig. Oh. Das ist so elendig lang auch. Ach Gott, wer war nochmal Living Failure, Alter? Tobi, kümmerst du dich mal um den Chat? Bleibt jemand? Jo. Was? Ich bin schon raus. Echt? Ja. Ich wurde irgendwie so durchgewirbelt. Durchgewirbelt. Ach, das ist doch mega scheiße. Der Wirbelmeister. War so dröge. Eigentlich auch ein geiler Name. Was durchgedröselt? Ich hab durchgedröselt. Ja, es gibt nur Lieutenant Lebkuchen, Mann. Ja, genau, das war der beste Nickname in letzter Zeit, Alter. Mongo Mike. Ja, Mongo Mike war auch hart. Aber Lebkuchen, Lieutenant Lebkuchen, ja, das war die absolute Spitze. Alter, das war auch ein Brecher, Alter. Mhm. Du musst drücken, Bro. Ach, warte. Drück doch mal was. Ja, doch. Kannst auch deine Zuschauer hier nicht so auf die Folter spannen. Huch. Was sind denn das alles für Emotes?
Das ist doch Xavier Naidoo, oder? Echt? Der zweite, na sicher. Der, der vierte ist Eder, oder? Nee, das ist Herr Newstime, Mann. Alter, hab ich gerade ein riesen Vieh am Fenster. Ja. Webcam. Ja, ich wollte. Mann, jetzt ist es weg, ich wollte gerade. Das ist doch scheiße. Oh, warte, warte. Webcam einbinden, jawohl. Hab ich gerade ein riesen Vieh am Fenster. Über El Bandi, Alter. Warte mal, ich muss das mal. Heute war so eine Fette im Laden. Ja, ich setz mal auf Fenster. Oh, ich muss. Es geht los, ja. Spielen! Hey, vier Zuschauer aber noch. Ja, oh, Wahnsinn. Fail hier nur rum, Alter. Und immer, so immer schön aufs Fenster achten, bis der Riesenbrummer wiederkommt. Alter, das war ein Riesen. Keine Ahnung. Das war dein Bruder hier eben. What the... Ach, leck mich doch. Da ach, hier! Wenn ich nämlich Spinde zu baut, dann halt das nicht mehr so. Kann man hier eigentlich drauf? Guck mal her jetzt hier. Oh Gott, meine Cam ist umgekippt. Ja, geht auch so. Lass mich doch mal in Ruhe. Mach erstmal weiter. Oh. Ich glaube, da auf der Seite kommst du nicht weiter. Ach, das ist doch jetzt ein Witz. Aber jetzt. Jeppa. Komm, komm, komm. Living ja. Failure ist weg, oder was? Guten Tag. Oh, ey, wenn der Eimer stürzt. Wenn ich wüsste, wer das. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Der Arsch. Das anonyme Internet. War nur ein Bot aus Mitleid. Ja, komm. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt einen Magneten auf dem Tisch liegen. Da kann ich immer schön die Kronkorken drauf verfrachten. Und polter die nicht so rum. Voll geil, wa? Wow, wie sieht's aus? Scheiße! Nee, ich bin schon bei der letzten Station, ja, aber. Ja, Dito. Es ist halt. Es ist halt ein bisschen. Ach Mann, warum rutscht man da immer runter? Ja. Das sieht man auch ständig. Oh, ich kann's schaffen. Na, ich seh das. Jo, ich schaff's. Ja, ich bin raus. Scheiße, ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ach nee. So. Aber ich denke schon, dass wir hier ein bisschen Unterhaltungspotenzial haben. Du kannst mir sagen, was du willst. Vor allem mit meinem spannenden Fenster. Ich mach ja, ich bin noch drin, aber ich mach Memory. Feder 2000. Ich bin rausgegangen. Scheiße. Aber ist egal, ich kann mir eh nichts merken. Das wird wahrscheinlich eine schnelle Runde. Ja, ich kann dir jetzt auch nicht helfen. Guck mal ein bisschen im Shop rum. Was soll das hier eigentlich alles kosten? Ich hab mir gar nichts gemerkt, Alter. Ah, okay. Ich gehe einfach immer dahin, wo die meisten stehen. Ja, das wird dir dabei helfen. Okay, Level 9 kriegen wir ein Taubenkostüm. Okay. Hier sind Emos. Das dauert aber noch ewig, Alter. Naja. Ah, hier kann ich die also einstellen. Der Chicken Dance oder was? Ja, ja. Schlecht.
Oh, urgut. Ich gehe einfach immer dahin, wo die alle anderen auch stehen. Easy win. Aber ich gehe jetzt trotzdem gleich raus. Okay. Okay. Muss ich ja meine Cam hinlegen? Was ist das denn? Also, ich wäre schon wieder ready. Ach so, warte. Reggae? Ich bin ready. So, Sandstein. Reggae. Hier ist warm? Wie viel Grad habt ihr aktuell? Okay, Thermometer. Hast du ein Thermometer in der Bude? Alter, wir müssen 26 Grad hier in der Bude, Alter. Und 24 draußen, Alter. Ich kann den nicht. Nee, ist läuft. So behindert. Läuft so richtig bei dir. Wieso läufst du nicht, du Depp? Oh, ich bin rausgetappt. Naja, weil mein scheiß Rollladen abgerissen ist. Ich kann nicht richtig durchlüften. Tobi, der Rollladen bei mir im Bad, der ist halt... Nicht nur das Band ist abgerissen, sondern die kompletten Lamellen. Weißt du, wie kriegt man denn sowas hin? Alter, keine Ahnung. Also, das Band habe ich ja schon mal geflickt, das wurde genäht. Und letztens ist mir das Band abgeraucht, da ist der Rollladen so runtergekracht, dass oben die Lamellen abgebrochen sind. Eine Lamelle hängt jetzt noch dran und ja. Der Rest ist quasi im Rahmen, direkt so im Fenster. Und ja, komme ich halt nicht mehr hoch. Freulich. Ich krieg's per Hand, ich kann oben den Rollladenkasten aufmachen, aber... So Stütze kurven. Dann kann ich, ja, ist doch... Dann kann ich den Roller in mein Bad ziehen. Hab ich das schon gemacht? Mit dem Wahrnehmer. Hing da halt drinne. Der Pups das Ding hoch und dann bleibt. Ja, mit Tesafilm. Am nächsten Tag der Wahrnehmer geklaut. Oh, das Theater. Nee, weißt du, wie ich meine, Mann? Ach, leck mich doch. Alles scheiße, ja. Ich hab ja zurzeit nicht mal eine Hausverwaltung. Die alte ist raus und Vermieter hat noch keine neue beschafft. Schon durch, Digi. Ich ja. Warte auf dich. Ich tu ein paar Emotes starten hier. Oh Gott, das war dumm. Ja. Der Chicken Dance ist es. 2726 hält mich fest, der Arsch. Komm her. Wenn du kämpfen willst, dann kämpf mal. Ich hab noch eine Sprachnachricht gekriegt. Da muss ein paar Schritte machen. Ach, mach doch an im Stream. Ich hab doch mal keinen Bock drauf, die geht doch schon über 21 Sekunden. Kollege. 21 Sekunden, Alter. Ist doch nicht... Ich kriege teilweise minutenlange. Ja, ich auch. Boah, das kann ich auch nicht ab. Ja, ich denke mir dann auch, warum rufst du nicht an? Ja. Alter, du Huso! Ja, ich bin durch. Nicht! Doch jetzt, Alter. Der hat doch mal ein bisschen gesagt, der Typ war. Ja, ey. Bist du auch durch? Ja, ja. Ich troll ja auch gerne. Am liebsten troll ich immer bei den Sea of Thieves, Alter. Das war immer so ein Fun. So heimlich unten in der Pfanne was reinpacken und wenn alle von Bord sind, fängt irgendwann an, das Schiff zu brennen. weil man nicht auf die Pfanne achtet. Das ist immer so lustig. Aber ich glaube, ich klatsche mir gleich mal einen nassen Lappen um den Kopf. Das ist ja praktisch. Ja, habe ich die Tage immer mal gemacht abends. Aber mit Headset ist halt doof. Ja. Obwohl, ich kann mich ja noch mal für eine Stunde muten. Wie am Anfang. Ja. Macht ja nichts. So, das ist über das Team abschweifen. Okay.
Also ich habe einen Schweif, Holmes. Ihr seid wohl auch rot. Ja, irgendwie sind wir immer Team Rot, oder? Oder zumindest häufig. Oh, ist doch schön. Der Karl, der mag's das. Alter. Scheiße. Ach komm. Was ist das denn für ein Gangbang, Alter? Hä? Seid ihr noch da? Hallo? Ja, ja, ich höre nebenbei Sprachnachricht. Warte mal. Ach so. Holmes? Ja, ich bin ganz kurz gemutet. Ach so. Hörst du auch mit Tobi die Sprachnachricht, wa? Ach komm. Komm, on, was soll das jetzt hier werden? Wir liegen hinten, Mann. Ah ne, jetzt. Ja, ja, mit Meier. Mein Schwein. Mein Teil. Lol. Ach, Mann, komm! Nicht jetzt! Ja, das ist doch scheiße. Kann man sich bestimmt schön die Wege merken, indem man gut flüchten kann. Ach. Jetzt hier 50. Oh, 1 Sekunden Verschluss, oder was? Ah. Ja. Ah, oh, das ist eine Alter, Katastrophe, im Alter. Angriff, ey. Ey, mega knapp. Ich bin auch bei der letzten Sekunde hat er mir meinen Schweif geklaut. Ja. Der Arsch. Terrible. Was? Terrible. Das war französisch. Terrible. Ach Quatsch, oh, höre auf. Mhm. Gibt's. Hab ich doch mal im Unterricht gehabt. Ich muss doch wissen. Das war zum Schluss nur 5 gehabt, aber sie hat. So eine Assi-Sprache. Oh, Alter. Russisch war mal ätzend in der Schule. Das war mal kacke, Alter. Mit Frau Schäfer? Ja, ja. Mit 3D? Mit Rosi, Terlung und Schäfer. Ich könnte ja nicht mal Englisch. Ne. Ist es right or wrong? Hatten wir den nicht auch in Englisch? Ja klar. Vinny und ich haben doch hier immer was aufgeschrieben. Die besten Begriffe. Ach, die sie rausgehauen hat, was? Ja, auch wenn sie geflucht hat. So ein Käsemist. Käsequark hat sie am liebsten immer gesagt. Und dann hat sie sich mal versprochen, Käsequark. Also was? Gott, ey, 3D. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Oh Gott. Kinder, es kann wirklich so gut pressen, mir ist vorhin der Zahn rausgefallen. Ja, die ist ja du leider verstorben, ne? What the fuck? Ach echt? Zum Glück. Hast du nicht gewusst, ne? Was? Ich gar nicht, ne. Letztes Jahr, glaube ich. Ja gut, die hat auch geraucht wie ein Schlot, Alter. Frau Schweißlocke. So hat sie sich ja aber um ihre Schüler gekümmert, ne? Jo. Ja, ich hatte die auch. Ja, das war unsere Klassenlehrerin. In der 8. oder so war das auch meine Klassenlehrerin. Top Spawn oder was? Ja, ja. Schlecht. Ja. Schön auf der Klatschi-Schule, Alter. Das war Zeiten. Was, auf der Klatschi-Schule? Ach so. Ja. Als du noch nicht Gymnasium warst, Penner. Aber da hast du es ja auch nicht gewusst. Du kamst ja zurück. Ah. Naja. Aber in all den 10 Jahren Schule war ich nur 4 Jahre auf der Klatschi-Schule. Der Rest war ganz gut. Ey, man kann auch links und rechts an dieser Mauer vorbei. Naja. Ne, ja, gar nicht. Ist doch klar, wenn sie hin und her fährt. Naja, aber. Weißt du? Ja. Ich hab's erklärt. Der Erklärbär. Also, ich bin's gleich. Ich bin direkt drin. Neben mir. Sehr ja, ja. Gut. Oh, es kommt Luft in meine Bude. Oh, ist das schön. Einfach leben.
Ich trau mich nicht, das zweite große Fenster aufzumachen, mit dem komischen Riesenbrummer, der da war. Weil da habe ich keine Gage vor, weißt du? Dr. Motte. Ja, bevor Dr. Motte hier reinkommt, Alter. Riesenteil. Oh, hier die Moffs, die Mothman-Saga. Kommt einfach mit Anzug und Krawatte. Ey, als ich letztes Jahr, als die Alten letztes Jahr im Urlaub waren und ich bei Oma war in Kalbe, da habe ich, weil es auch so warm war, auf dem Sofa gepennt und da hatte ich 4 bis 5 riesengroße, bestimmt 2-3 cm lange Hornissen oben an der Decke auf einmal schwirren. Der mitten fuck, in der Alter. Nacht, Alter. Ich dachte mir, wo bin ich jetzt? Geht klar. Ey, und einfach mal fast gestorben, ey. Alles gut. Ich ins Bad, kein Problem. Erstmal Deo und Feuerzeug und weg waren sie. Ja, je. Das ist altbewährte Alter, das war so eklig. Ich hatte so ein Schiss, Alter. Vor die Riesenviecher. Das war noch eine Allergie, oder? Nee, das nicht, aber... Naja, ich glaube, wenn die stechen, ist das allgemein nicht... Ich glaube nicht so angenehm, wenn du von einer Hornisse gestochen bist. Ja, ja. Ich bin Staubsauger. Ja, das wäre auch gut gewesen. Stehen unter Naturschutz sogar. Ich habe mich dann natürlich eine Kerze angemacht und das Deo für mich benutzt. Ja, ja. Klar, ich gehe ja nicht mit Feuer auf Insekten los. Auf Tiere los, das wäre Wahnsinn. Das ist ja barbarisch. Der Staubsauger meinte ich halt, musst du umdrehen zum Pusten, damit ihr nicht so warm wird. Wollten mich dann trotzdem von den Nissen stechen lassen. Wir haben sie einfach provoziert. Mhm. Durch? Mhm. Nice. Tja, neue Runde. Tobi, ist Willi eigentlich schon Vater? Nö. Nee, noch nicht. Ich denke, das hätte ich mitbekommen. Ja. Und hier, Holmes. War das nicht Ende des Monats irgendwann? Fluchtbusche? Was? Ja, nee, noch nicht, aber noch nicht. Wir sind kurz davor. Ein Objekt zu gebären. Wer ist denn das? Der von Jesse Wiederholt. Wusste so, gar nicht. Kenne ich gar nicht. Das Fluchtbusche. Wusste gar nicht. Also Lim. Ich weiß nicht, wie der richtig heißt. Wie heißt denn der? Benjamin. Aha. Und wie kommt man auf Lim? Das ist denn sein Nachname. Leute, echt, das ist ja behindert. Na gut, wir heißen so, wie jeder arbeitet. Schlecht. Das ist eigentlich ein easy win hier, die Map, wa? Ja, mich hat's direkt am Anfang weggefickt. Echt? Ja, ja. Ich bin Dritter. Oh ja, ich bin jetzt nicht mehr. ich seh dich. Ach komm, was ist das denn jetzt hier? Erdbeeren. Es war doch so gut. SS? Was? Hä? Du hast gerade SS war doch so gut gesagt. Schneiden wir raus. Ja, ja. Ich bin raus. Hä? Ey, ich hab's auch nicht. So ein Müll. Scheiß Level. Du meintest die beiden Filme. Oder? S und S2? Ja, ja, genau. Ja, genau. Natürlich. Fand ich gut. Ich war bei beiden im Kino. Den ersten habe ich im Liebessessel mit Uli gesehen zusammen. Ein Doppelspiel. Okay. Nicht schlecht. Der war gut. Also der war besser. Den zweiten fand ich ein bisschen zu lang. Hattest du auch ein Loch in deiner Popcorn-Dose? Ja, ja, ich hatte die kleinste Packung. Weißt du, damit schneller. Ja, ja, passt. Kennt mir aus. Nee, aber ich fand den zweiten... Da hast du wohl auch so ein paar Faschisten, ihr habt die so Sachen, Alter, der schwule Pärchen, das kriegt ihr oder? Naja, naja. Henrik und Jan waren noch mit dabei. Was haben die für einen Sitz hier? Ja, normal, neben uns. Ach so? Ja, als wir an der Kasse waren, hab ich halt gesagt, wir möchten gerne ziemlich zentral sitzen. Und sie meinte, da habe ich nur noch den Pärchenstuhl. Habt ihr damit ein Problem? Wir gucken uns an. Nö. Naja, und dann hat man halt ich rechts keine Armlehne, er links keine Armlehne. Ich wusste nicht, wie ich da sitzen soll, Alter. Nimmst du Steuerknüppel? Alter, du Wichser. Ich habe mich dann halt immer so ein bisschen so nach links gelehnt. Das war voll komisch. Achso, bist du jetzt eigentlich weiter? Du hast doch rechts gesessen. Nee, nee. Kannst rausgehen. Nee, ich war links. Und Jan und Henrik, die waren halt rechts neben uns.
Ja, aber wie gesagt, der zweite, der war nicht so besonders, fand ich. Ja, der ging ein bisschen zu lange, hatte ich das Gefühl. War schon ein paar Jahre nicht im Kino. Ja, ich war auch schon lange nicht. Na, ich wollte vor einem Monat, ungefähr, wollte ich in Berlin Alexanderplatz gehen. Aber dann habe ich gesehen, der geht halt 182 Minuten, also 3 Stunden. Und da hatte ich keinen Bock, mit Maske so lange im Kino zu sitzen. Soll aber ganz gut sein, ja? Ja, darum wollte ich ja rein, weil der gute Kritiken bekommen hat. Soll auch trotz der Länge soll relativ schnell vorkommen. Also. Ja, aber mir geht schon jeden Morgen 40 Minuten Straßenbahn zur Arbeit mit Maske auf den Sack. Und halt am Nachmittag zurück ist die absolute Hölle bei den Temperaturen. Nachmittag, weißt du? Weil hin fährt Straßenbahn, zurück aber nicht, da muss ich einen Bus nehmen. Musst du mal so einen Fächer nehmen. Ich hab noch einen Original da aus Hongkong. Ich brauche so einen Blödmannshut mit so einem Ventilator dran, Alter, aber das gibt's nicht in meinen Größen. Ja, dieser Problem. Muss ich mir so einen Riesenventilator mitnehmen? Oder so. Ja. Hast du da Steckdosen in der Bahn? Nee. Also in der Straßenbahn nicht, aber in der normalen Regionalbahn ja. Da ist Steckdose und USB-Hub. Regionalbahn, ja? Ja. Da fahre ich aber nach Kalbe. Ich habe ja nicht mal das Auto von meiner Mama. Den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, das war der neue Halloween. Ach, da warst du im Kino, ja? Ja. Der war nicht schlecht. Ja, aber auch nicht gut. Naja, Halloween. Da kommen ja jetzt noch 2 Teile raus, wa? Halloween, ja. Oh Gott, sagt der Ösi, wa? Nee. Halloween Kills und Halloween Kills Again oder so sollen die heißen? Halloween Kills 2. Ja, ich weiß nicht. Ich fand's ein bisschen absurd. Wo war ich denn? Diesen komischen Doktor, der ihm da rettet und so. Ja, das Schwachsinn. Das war das Einzige, was in der Story irgendwie dumm war. Und halt auch, dass sie ihr ganzes Haus da mit Fallen auslegt und so. Ja gut, sie wartet halt 40... Also, meine Vermutung ist ja auch, dass sie den Busunfall ausgelöst hat. Weißt du, weil sie kurz bevor das kam halt eine Szene, wo sie im Auto saß, in so einem Pickup. Ja. Weißt du? Sicher so eine Fan-Theorie, oder? Ja, bestimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Kinofilm war, wo ich drin war. Also meiner war Safe Halloween. Das war 2018. Jo. Oh Gott! Ja. Hey, Schrottfilm. Alles Schrottfilme, alle Teile. Bei mir müsste es denn eigentlich S2 gewesen sein. Oder? Fand den ersten. Kam Deadpool 2 später raus? Da war ich nämlich mit Koma drin und fand ihn. Ich glaube, der kam früher. Deadpool? Ich glaube schon. Ja. Oder? Also der zweite. Ja, also S2 kommt mir jetzt noch nicht so lange hervor. Ah, okay. Ist meiner Meinung nach auch völlig overrated. Was? Deadpool. Ach ja, findest du? Hm, irgendwie schon. Ich hab gelacht. Ah, Pipi Kaka Humor heißt. Welche? Auch mal ein bisschen abwechseln. Habt ihr Logan geguckt? Geht doch nicht recht gut. Mm-mm. Ja, soll richtig gut sein, ne? Mhm. Ja, irgendwo lief der mal. Im TV. Irgendeine Plattform, glaube ich. Joker? Oh, Joker habe ich, glaube ich, zuletzt im Kino geguckt. Mhm. Ja, war ganz gut. Da war ich alleine drin. Ja, doch, das war Joker denn. Das müsste letzten Winter gewesen sein oder Herbst, sowas, die Drehe. Mir ist 4 Jahre her. Krass. Da weiß ich nicht mehr, was da lief. Naja, und was hast du letztens geguckt, Holmes, was du geschrieben hast, wo ich gesagt habe, da war ich im Kino, was war denn? Ach, Suspiria. Ach ja, das war... Der Film ist gut. Pui. Abgefuckter Scheiß, Alter. Aha, da kam auch Pipi vor. Maximal abgefuckter Scheiß. Mhm. Aber
war halt neu interpretiert. Der alte, ich finde den alten um 1% besser. Okay. Ja, der kostet einen 10er auf Amazon. Deswegen habe ich den noch nicht geguckt. Ja, es ist halt ein Dario Argento Classic. Aber halt Splatter. Also. Ja. Naja, was ist Splatter? Ja, so ein 70er Jahre Horrorkram halt. Ja, 78 glaube ich. Also, ne, 77 ist das Spiel, ja. Ja. Wie hieß denn das? Nicht Splatter, sondern. Ich hab noch einen anderen Streifen auf der Pfanne. Oh, Mann, jetzt ruft Vater an. Ich bin raus, geh mal kurz ran, ja. Ja. Ich bin durch. Nice. Ja. Tino hat das jetzt auch noch geschafft. Naja, oder vielleicht auch nicht. Der sollte sich vielleicht mal muten, wenn er telefoniert, oder? Dunst, Alter. Nicht? Bin ich absolut nicht hinterher. Also, ich war früher mal echt Junkie. Film-Junkie, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ja, früher. Damals waren noch andere Zeiten gewesen. Da kam der Vater nochmal an, mit einem Arsch voll DVDs und hat mal da durchgeguckt, wo ich... Ja, genau. Jetzt bin ich ganz online gedönst, das ist auch kein Highlight mehr. Da war Kinos hier noch ein Highlight. Das ist ja witzig hier mit dem Fußball. Das ist das erste Mal, dass wir die Map haben. An Rocket League, Alter. Nur halt total entschleunigt. Rocket League ist eigentlich auch ganz geil. Habe ich auch noch. Ich glaube, das könnte auch Fun machen. Hatte ich aber per mit Tino gespielt. Der auf der Xbox. Weil da könnte man Crossplay betreiben. Ah ja, stimmt, ja. Ja, aber auch nicht lange. Brauche nur vielleicht eine Stunde und das war's. Okay. Hat aber noch einen Haufen Kohle gekostet. Ja, das ist halt. Wer weiß, ob es überhaupt noch Server gibt. Ist ja auch schon ein paar Tage älter. Aber ja, ich glaube, das siehst du als E-Sport, oder? Ich glaube auch, ja. Hast du da voll die Profs? Naja. Halt voll die krassen. Ja, wieder eine Menge Zuschauer hier. Zwei Stück. Ja, wir halt. Ich mache hier auch keine Schnitte, Alter. Nicht einmal den Ball berührt. Doch, immer bestimmt. Safe nicht. Du kannst auch die Gegner festhalten. Alles klar. Damit die da nicht ankommen. Warum macht das eigentlich niemand? Gute Idee. Ja, sind wir da. Bist du noch drin? Ja, aber ich verliere. Steht schon 3-1. Ui. Oh, Fußball, jetzt auch was Neues mal. Ja. Erste Mal. Aber. No way, Alter. Ich kann das nicht. Achso, die Kamera war vielleicht auch nicht die ganze Zeit auf dich gerichtet. Nee. Nee, ich bin hier der Strudelboy. Alter. Komm jetzt runter. Ja, bist du. Weil ich morgen zum Seefahrer der Alte angerufen habe. Ich fahre ja mit dem Zug. Und die Verbindung mit dem Auto zum Bahnhof in Burg gibt es nicht mehr. Das ist Baustelle. Jetzt hat mir erklärt, wo ich hinlaufen muss. Okay. Ach Mann, ey. Ich glaube, bei dem Wetter schön mit dem Boot auf den See und dann ins Wasser, das passt doch. Boah. Und dann werde ich auch mal morgen das neue Beiboot testen. Das Schlauchboot mit dem neuen Motor, mit dem neuen Außenborder. Ach, habt ihr auch? Ja. Meine Eltern hatten sich ja ein normales Beiboot halt geholt. Was heißt normal? War ein bisschen schmal. Und wenn beide drin waren mit Motor, wäre es untergegangen. Also ab in Schuppen und Kalbe verkaufen. Und er hat sich jetzt ein Schlauchboot geholt und mit dem neuen Motor hin. Noch eine Luftpumpe? Nö, elektrisch alles wird das aufgepumpt. Das ist für 4 Leute. Und ein 3,5er Außenborder. Bist du raus, Hans? Ja. Ja. Ich bin auch hier auf euch.
Ja, bin raus. Ja, und da werde ich wohl immer ein bisschen über den See pesen und baden. Ja, klingt vernünftig. Ja. Das ist halt auch bloß ein Katzensprung mit dem Zug. 11.08 Uhr fahre ich ab und um 11.24 Uhr bin ich schon da. Ein Ketchup. Was? Ein Katzensprung. Ein Ketchup. Kennst du nicht? Ja, es ist, ich fühle gerade so unser Niveau. Okay. Ach Quatsch. Fällt mir auch nichts mehr so ein. Ah, oh, ich starte dritte Reihe. In der Schule saß ich immer erst hinter. Jedenfalls auf der blöden Anstalt. Ich immer mittig. Meist neben Teichmann oder Worisch. Doch mit Liebe traute den Tisch. Also, was folgt und dann nochmal die Leute beworfen. Funny also, Marco, meine ich. Ein paar Stunden war das, war der halbe Tisch weg gewesen quasi. Okay, naja, ihr kriegt. Was habt ihr für Schmutz hinterlassen? Oh, jetzt aber schnell raus hier. Aus dem Raum. Hast du von dem mal was gehört? Von Liebe traute? Macht der. Ah, gut, der meldet sich ja bloß, wenn er was von dir will. Wenn ich den nee sage. Bin so. Ich mich mal gemeldet. Ja, ich auch. Oh, knapp. Bei Tino. Ja. So, der eine ist der rote Blitz. Also rot angekleidet mit weißen Blitzen. Ein bisschen lüften. Oh Gott, jetzt sehe ich die Kirche wieder los. Ja. Sag wohl auf Fenster zu. Nochmal ein nee. Bisschen Temperatur. Ich mache hier auf keinen Fall das Fenster zu, Alter. Ja, ich hab das gehört. So ein bisschen. Boah. Schaut doch sowieso keiner zu. Kann doch ruhig bimmeln. Ey, wir haben wohl noch drei Zuschauer. Boah, ich hab'n Lauf. Ich spür's. Aha. Bei mir läuft's in der Hose, ja. Und ein Arsch runter. Ey, Mann! Ach, ist einfach so ein Timepech. Nee. Ich war ja einfach ganz vorne, Alter. Jetzt bin ich nicht mehr. Das ist nicht so ein. Ich bin durch. Ey, ja, das ist hier grad. Seh. Das war's, ich bin raus. So war richtig Ronny-Modus hier. Die ganze Familie. Die ganze Ronny-Familie. Ich weiß noch, wie ich mit Ulle vom dritten Wahlkonzert in vor der Fecke. Wie heißt der Freund von. Ach, wie heißt du denn? Von Yves. Der heißt ja auch, der heißt ja in Wirklichkeit, Ronny, ja. Der heißt ja in Wirklichkeit Ronny. Und ich hab Ulle und Ulle hat mich immer mit Ronny angesprochen und er kam dann an. Heißt ihr wirklich Ronny, ja? Ich auch, das ist echt eine Strafe, oder? Und wir dachten uns, alles klar. Das war so lustig. Und wir haben den auch noch aufgezogen und wir haben gesagt, ja, wir heißen beide Ronny. Das war ja so geil, wo der Vater hier sagt, guck mal, da drüben fährt Ronny. Ja, und meine Mutter, wer ist denn Ronny? Naja, Ronny halt, das ist Robert. Wo so Uli, wo Uli gemeint hat. Oder wo er mitgeholfen hat, wo wir das Boot gestrichen haben. Mein Vater geht so ums Boot, neigt sich nach unten. Aber du Ronny, da hast du noch eine Stelle vergessen. Ich war auf der anderen Seite, ich hab mich bepisst vor Lachen. Da bin ich umgefallen. Oh, geil. Ey, das war so lustig. Bin's schon. Bist du durch? Jo. Später, dritter gerade mal.
Sie. Krass. Alter, einfach cool. Durchgeballert. Geradezu. Man muss ja auch mal Glück haben, ne? Ja, alles Skill, wa? Auf jeden. Ja, so ein Pro macht keiner was vor. Alter, jetzt grillt hier auch noch irgendwo mehr. Jetzt kommt hier noch Rauchen. Oder brennt. Hoffentlich hat jemand die Kirche angezündet, ey. Ja, dann reißt doch Strick. Dann hast du Ruhe. Warum? Also wenn das nicht aufhört, gehe ich gleich selber auch und zünd den Strick an. Ja. Oh, Alter. Musst du mal einen Bogen besorgen. Oh, das ist auch was Neues endlich mal, oder? Meide die Wände. Ach, jetzt ist schon voll. Voll. Ich glaube, hier müssen wir immer hüppen. Meide die Wände und bleibe auf der Plattform, stand da. Ich glaube, hier muss man hüppen. Mhm. Okay. Erstmal gucken, was die anderen machen. Nichts? Ach so! Oh, stimmt. Da fahren jetzt immer komische Dinge hoch. Und am Ende kommen halt auch die ganze Map halt abdecken, weißt du? Oh, Alter, das ist ja mega kacke. Warte, ich muss dich auch mal suchen. Da bist du noch. Können wir uns mal ein bisschen umklammern? Ich bin noch raus. So, stimmt. Nee, wir verkacken das beide jedes Mal. Naja, ich ja nicht. Wieso siehst du eigentlich aus wie der komische... Ey, Alter, das ist ja jetzt hier. Wieso siehst du eigentlich aus wie der komische Stromtyp von der alten Spider-Man-Serie? Weiß nicht. Mich erinnert das mehr hier an The Thing. Ja, oder so. Das ist doch der Stromtyp, oder nicht? Nee. Ach so, nee, ja, wisst ihr. Von Fanta 4 meine ich. Oh, nein. Oh. Alter, oh. Luckshot. Easy. Alter Simulant. Wie hieß denn der bei Spider-Man? Wollte ich nicht. Nee. Der hieß doch einfach nur Beast, oder? Nein, Mann. Die alte ja. Spider-Man-Trickfilm-Serie, die wir mal geguckt haben. Mit dem Sinister Six als Gegner. Ja. Scheiße, ich finde es. Walcher? Ne, Walcher war der mit dem An Flügel. Animated Series hieß das. Das war mal mega nice. Gibt's ja jetzt noch zum legalen Seiten. Es ist extremst teuer, wenn man das kaufen will auf Amazon. Kostet über 150 Euro. Mhm. Aber hast du hast du den neuen Spider-Man geguckt? Into the Spider-Verse? Also. Oder das ist animierter, oder? Ja, ja, auf Deutsch Into the Spider-Universe? Ja, der ist gut, ja. Alter, der war mega geil. Der beste Spider-Man-Film bisher, finde ich. Mhm. Der animated. Oh, wie es animiert war, das war richtig nice. Ja, war schon geil. So richtig comic-mäßig. Mhm. Cool. Guter Film. Ja, und in dem neuen PlayStation-Spiel spielt sie jetzt Miles Morales. Im neuen Spider-Man. So, mal gucken, ob ich die Krone krieg. Ach so, Tobi, ich habe übrigens einen krasseren Film als The Greasy Spengler gefunden. Und wir haben doch mal, warst du auch dabei, wo wir mit Vivi, oh Gott, darf man das überhaupt sagen, invitierte Filme? Wo wir Milos geguckt haben, da warst du aber auch dabei, oder? Ja. Ich habe jetzt, der Film, den ich gefunden habe, der ist noch krasser als halt Milos und der Bratfettburger. Aber stell mal hier bitte auf Elektro um. Auf deinem Wow. Hm? Achso. Achso, oh. Ja, ist egal, ich schaff's eh nicht. Bin jetzt schon am Verscheißen. Ja, du warst im Finale. Ja. Hurra. Den müssen wir mal gucken, Tobi. Der ist aus den 70ern. Also ist nicht ganz so cringy, aber mega ekelhaft. Ich mag ja ekelhafte Filme so sehr. Mhm. Ja, also da wird auch oft Kot gegessen und so. Ah ja. Mhm. Aber so Holmes, Bratfettburger kennst du nicht, oder? Oh ja, oh ja. Ah doch, ja? Ja, haben wir zusammen geguckt. Echt? Mhm, mit Ulle. Ich fand den gut. Hm. naja. Klatsch, ist Junge. Halt von Mr. Olle Karotte, Junge. Ja, kann auch Sinn.
Das ist royal. Ja, sein neuer Film, der Nachfolgefilm, spielt halt über eine besessene Lederjacke. Das ist ja schon mal gesagt. Das müssen Gedankenwelten sein. Da komme ich nicht ran. Also. Wie David. Ich mochte den. Du magst den immer noch. Ich hab den mittlerweile, wissen nicht, zwei, dreimal geguckt. Ich finde halt den Soundtrack so geil, was, die komischen Straight. Ja, genau, die komischen Geräusche. Bäh. Gut hoffen. Gut hoffen, was? Ich hab letztens nochmal alle Alien-Filme nochmal mir reingepfiffen, weil die bei Netflix sind. Echt? Ja. 1, 2, 3, 4 und halt die nicht nennenswerten Alien vs. irgendwas. Ja, ja. Denn Prometheus ist auch drin, oder? Prometheus und Alien Covenant. Ich habe alle außer halt die AVP-Filme geguckt. Das ist Teil der Kasse, nicht auch das kann man noch nicht gucken, das ist richtiger Schmutz. Den habe ich aber, also Alien Covenant habe ich im Kino geguckt. Der Film ist zwar Schmutz, aber Optik ist halt mega nice. Aber logisch macht das überhaupt keinen Sinn. Oh, da bist du ja. Ja. Ziehen wir durch jetzt, oder? Eigentlich gibt's nur Alien 1, 2, 3, oder? Welcher war nochmal der dritte? Das in dem Gefängnis, oder? Genau, war bei dem Männergefängnis. Finde ich maximal scheiße, den Film. Ich finde, der hat was, aber... Der zweite war ja auch schon nicht mehr gut. What the fuck? Der zweite war, ist ein mega geiler Actionfilm. Der erste ist Horror, der zweite ist Action. Der dritte ist... Was war das? Ja, ist wohl so ein Suspense-Horror mit einem Alien. Und Alien, die Wiedergeburt, kann man machen. Muss man nicht, aber kann fand ich auch nicht gut. Machen. Oh, der war schön splatterig. Der war echt saftig. Gib durch. Ja, ich gebe mein Bestes. Aber es kommt halt nichts über Alien. Das ist für mich der beste Horrorfilm aller Zeiten. Boah. Der erste Alien. Schon ganz gut, ja. Also sagen wir mal Sci-Fi-Horror, nicht der beste Horrorfilm. Weil das ist I Saw the Devil. Kennt ihr den? Nö. Holmes, du? Ja, ja. Und? Ja, ist gut. Oder Martyrs? War früher mal mein Favorite, aber mittlerweile nicht mehr. Ja, der ist auch schon ein bisschen... Alter, ja, ist schon ein bisschen was her und ich habe den auch schon 2.8. Ich habe den so oft schon geguckt. Normalerweise. Also Martyrs Original, das französische halt. Ja, ja. Nicht das verwichste Remake, was Müll. Das amerikanische Müll. Ja. Die haben ja auch die Brücke komplett 1:1 amerikanisch. Ja, Alter. Kannst du dir nicht angucken. Die arme Soccer. Mhm. Ich habe letztens, da habe ich Tobi auch mit angefixt, Dorohedoro. Ja, bin ich auch durch, ist gut. Oder? Ja. Ist auch stark. Also ich finde den Charakter Kaiman halt richtig cool. Ja, ja, ist schon gut. Lass mal jeden Kopf ablutschen. Ja! Also, die Serie hat echt was. Und danach habe ich angefangen mit Kill la Kill. Ist ein bisschen stranger, aber auch gut, finde ich. Da regiert halt so eine Highschool irgendwie komplett Japan und die wollen halt die beste Highschool oder Uni werden, weißt du? Okay. Und haben da so mega kranke Prüfungen. Und dann kommt halt. Also, eigentlich geht es darum, dass Kleidung den Mensch beherrscht. Okay. Also Kleidungsstoff kommt aus dem Weltall. Ja,
Und die machen daraus halt kranke Kleidung, womit man Superkräfte bekommt. Ja, muss mal gucken, ist schlecht zu erklären. Halt abgedrehte Japan-Kacke. Aber ich feier das. Ich habe nicht ein gutes neulich entdeckt, irgendwie, was so Anime-Kram ist. Also Angelina hat mir noch was empfohlen, aber da bin ich gar nicht rangekommen. Da mochte ich den Zeichenstil nicht. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie es hieß. Elfenlied ist immer noch ein Klassiker überhaupt. Das ist geil. Elfenlied ist geil, ja. Da habe ich Ulle auch wärmstens empfohlen, Sache. Ja, das habe ich ja von dir, Holmes. Ja, ja. Aber das ist ja auch schon... Das ist ja schon uralt. 2.6. Sowas. Ich habe auch... Sieger, oder nicht? Vor 1-2 Jahren habe ich komplett alle Helsing-Folgen nochmal geguckt. Ah ja. Helsing ist halt auch richtig gut. Die alten und die neuen auch. Alter, Cowboy Bebop ist der Obershit. Ja, da ich auch. Wo der auf LSD-Trip war. Und Golden Boy. Die unendliche Treppe hoch oder kommt der sonst auf mit Kintaro OE, Alter. Also, die 6 Folgen. Ja, Cowboy Bebop ist Classic, Alter. Der hat doch eine Jericho 941 als Waffe. Jetzt kommt er aber nur mit seinem Fach. In Österreich kriegst du die noch. Schlecht. Hm. Will ich gleich mal zum Waffenladen meines Vertrauens gehen. Ja, waffensektor.com, da ist die gefunden. Alter. Kannst du kurven. Hast du jetzt eigentlich deine neue Handfeuerwaffe schon? Ja, ich habe heute erstmal den Antrag nach Bernburg geschickt. Achso, okay. Weil ich habe ja keinen Drucker hier. Jetzt, was ich sag. Quatsch auszudrucken. Ich hab ja der Ulle Bescheid gesagt. Ich wusste nicht mal, welches Dokument das war. Hab drei Stück rüber geschickt. Na, ich würde es abgeholt. Und zu Hause hab ich gesehen. Scheiße, ist ja genau das nicht dabei. Weil Ema wurde auch das Doppelte ausgedruckt. Denk ich, Mensch, hat er einen Fehler gemacht. Na, ich geguckt, was ich hier geschickt habe. Ich habe es mir immer dieselbe Datei geschickt. Nee, also, naja, war ich heute bei Mutti hier gewesen, hab das ausdrucken lassen auf Arbeit. Gleich zur Post. Fertig. Naja. Wenn alles gut läuft, ist Ende nächster Woche alles da und wir shoppen hier. Und das ist denn die dritte, also, oder? Das ist gesamt die vierte. Ah, okay. Nee, Handfeuerwoche meine ich. Erste, achso, ne, man ja alle. Kurzwaffe, die erste. Ja, Alter, ich. Ja. Achso, hä? Hast du noch Kinder? Nö. Okay. Das meckert der Kater, ich muss erstmal füttern. Jo, alles klar. Dann habe ich mehr Ruhe. Also ich bin raus, Holmes. Du? Okay. Ja, ja, ich auch. Gut. Wie lange wollen wir noch machen? Ich krieg langsam ein bisschen Hunger. Ja, ich auch. Bestell noch ein Taco. Ach Mensch. Das 19 noch und der Ritzer? Aber okay. Ist doch so lange. Ja, sowas, kurz vor 19 so. Dann werde ich erstmal was essen, ich habe mega Hunger. Ja. Ich muss mich dennoch erstmal noch ein bisschen frisch machen. Stylen. Ja, ja. Wow. Okay. Wie sieht's denn die Woche aus? Wir müssten ja, also Schmitten ja nicht, wir mussten arbeiten. Weiß ich noch nicht. Also okay. Diese Woche nicht mehr. Also. Ja, ist diese Woche habe ich keinen frei mehr. Und kommende Woche? Weiß ich noch nicht. Okay. Muss mal gucken. Ich wäre halt immer ab 14 Uhr am Start. Okay. Ja, müssen wir halt schauen. Ich hab ja nur Frühschicht. Was hin? Wie es hinhaut. Ich werde die Woche auf jeden Fall mal, denke ich, Warforce im Stream anhauen. Okay. Mhm. Das sah auf jeden Fall witzig aus. Ja. Muss ich sagen. Naja, oder wir machen jetzt hier letzte Runde oder vorletzte und ich hau's dann nochmal kurz bis 19 ins Stream, dass wir mal gucken können, wie es läuft. Ja, können wir auch machen. Ist ja über YouTube mal geguckt. Mir ist egal. Ja, gut. Ja, können wir also machen. Warforce Steam CD Key 3,19 €? Und hier 4 €?
Ja, statt 14 Euro, 4 Euro. Ja, dann mach doch irgendwie, dann können wir uns nicht anzocken. MMORG. Aber gucken wir nicht, dass es hier wohl noch irgendwas Verkehrtes ist. So, dann tausche ich das alles kurz aus im OBS und dann hau ich das einfach mal an. Weil das ist nämlich ziemlich ruppig und der Ansager ist auch so geil, Alter. Vor jedem Level. 3, 2, 1, let's go! Mega nice, Alter. Alter, das mit den Waben hatten wir heute gar nicht, ja? Absolut nicht. Ja, weil wir nicht reißen, Alter. Jetzt erste Reihe und zack durch hier. Bäm. Scheiße. Scheiße. Macht nichts. Dafür sind die anderen besser. Alter, ich bleib. Ey, du Penner. Ich bleib überall hängen. Ja, ja, ist komplett random. Echt? Also bei dem Abschweifen kann man sich Wege merken, wie man gut entkommt, aber bei sowas ist es halt alles komplett random. Ich bin raus. Ja, wie gesagt, halt für das Glück. Mhm. Bringt dir nichts, wenn du als erster startest, noch die falsche Wand triffst. Na, darum. Hast du wahrscheinlich drin, mehr von, wenn du kurz wartest. Ja, der erste los. Wollen wir noch eins oder soll ich das andere mal starten? Ja, start mal rein. Mach erstmal aus. Okay. Ja, Chili's Game. Also macht auf jeden Fall, das können wir echt öfter mal zocken, wenn wir gleichzeitig Zeit haben. Wenn da noch ein paar mehr Maps und so kommen. Wenn da ein paar mehr Maps und so kommen, ist das, glaube ich, richtig lustig. Jo. Und vielleicht noch ein paar Sachen, die man machen kann. Vielleicht wirklich, dass man Leute schubsen kann und so. Ja, abwarten. Übrigens, Warforce vom selben Entwickler wie von Fall Guys. Die Wolf. Der ordnet das eigentlich automatisch, sobald du einen Titel änderst. Und da stehen da zwei Videos quasi. Genau. Genau. Also, muss man halt bloß den Titel ändern. Richtig. Jo, ich muss kurz nur in den Fenstermodus gehen und gucken, wo ich zu finden. Soweit habe ich das noch nicht ausprobiert. Das kann ich Titel schon bei OBS eingeben? Ja, ja. Steam-Information kannst alles umstellen. Ja, mit dem Steam, das hat wieder mehr hinterher. Als ich kann. War schon kalt hier drin, was ist denn hier los? Jetzt müsstet ihr was sehen, oder? Ja, ja. Ist aber auch schief. Ja, sehe ich gerade. Wie mache ich denn das jetzt wieder? Ach so. Das habe ich nämlich gesehen, ja. Hatte ich nämlich auch das Problem. Wenn du bei OBS bist oder auf diesem schon quasi, dann kannst du das hin und her senden. Aber ist jetzt gerade? Nee, nee. Geh mal auf die Aufnahme und machst Rechtsklick bei Bildschirmaufnahme und dann transformieren. Also das, wo wir das Game gemacht haben, wo wir halt
Du siehst hier ja, wie du streamst, ne? Und... Boah, das wäre ich jetzt irre hier. Ja, wo Bildschirmaufnahme rechtsklick? Transformieren. Ja. Und dann an Bildschirmgröße anpassen. Geht nicht aus. Hab ich gemacht? Cool, okay, dann keine Ahnung. Was jetzt? Jo. Yes. Gut. Das geht. Dann muss ich jetzt nur noch kurz hier ein bisschen leiser machen. Soll ich fortsetzen oder soll ich was? Ich mach was Neues. Dann könnt ihr von vorne mal hingucken. Muss ich auch Ton anmachen hier. 3, 2, 1, go, go! Läuft? Ja. Ohne Ton. Ich hab Ton. Ach so, lol. Ja, ich muss Ton einschalten. Wir müssen jetzt erstmal hier alles amerikanisieren, wie man es kennt. Schon wieder blöde. Ich guck mir die Aufnahme mit Sound an. Dann höre ich mich wieder doppelt. So, jetzt haben wir schon mal hier Wow in Black. Ihr könnt ja mal raten, wen ich immer so habe. Zwillinge? Ja. Das ist Arnie, oder? Nee. Ihr müsst an Actionfilme aus den 80er, 90ern so denken. Mit Zwillingen. Hä? Tank und Cash oder was? Nee. Ah, gut, aber nicht ganz. Es sind die Bone Dog Saints. Mensch, ich war noch nicht fertig. Der blutige Pfad Gottes. Go. Ach so, lol. Cool. Jetzt haben wir hier den Time Bro. Oh Gott. Der Time Bro. Ach ne Quatsch, Bobo. Du müsstest noch deinen Titel ändern. Das hab ist ich jetzt eigentlich. So, da muss ich vielleicht aktualisieren. Hast du auch auf Aktualisieren gedrückt? Ah, jetzt. Ja, ja. Passt schon. Hab ich, oder? Ja, passt. Okay, jetzt habe ich, oh Gott, wieso... Wieso kommen nicht die geilen Einspieler, dass ich die jetzt freischalte? So, jetzt könnt ihr mal raten, wer das hier ist. Oder? Also das ist jetzt hier der Time Bro, das ist Jean-Claude Van Damme aus Time Cop. Ach was. Mhm. Wie ist denn der Delay? Nicht, dass ich mir was Falsches sage. Kaum. Okay, gut. Aber schade, dass... das hier ist Alan Whip, wow. Ah. Von Alien. Geil. Oh Gott, na das war's. Spezialfähigkeit ein Xenomorph. Ach, jetzt hab ich Wone in the Wobarian. Arnie. Jetzt geht's ab hier. Das ist brutal. Ja, ja. Man kann nur Nahkampf oder was? Ach ja, das müsstet ihr auch erkennen, wer das ist, oder? Dolph? Nee, das ist Uma Thurman. Genau. Alias. Oh, scheiße! Also, Rona Furman. Das erkennt er jetzt auch, oder? Ja, Blade, ne? Oder? Ja, ja. Aber hier heißt er einfach nur Blade.
Oh Gott, jetzt geht's hier wieder ab in den Game. Absolut geil. Warte, warte, das ist ja... Ach, ein Mac Rover. Ist aber offenbar mit Controller besser spielbar. Ja, ja. Mac Rover. So, was haben wir hier? Oh Gott, der Wominator. Ah. Der Rückstoß ist halt zu hart. Ach so. Ja, die Anfangslevel sind noch ein bisschen lame. Gleich wird's, ach, jetzt hier bin ich. Jetzt könnt ihr mal gucken, wer ich bin. War's schon, oder? Matrix hier, oder was? Ja. Agent Smith. Oder? Das müssen wir doch. Genau. Ach so, Film von Rodriguez hier. Ja, ja. Jetzt bin ich da Wodator, Alter. Schweinehaken. Oh Gott. Oh, scheiße. Ach so, ja, man kennt's, wa? Jetzt bin ich der Pro. Jo. Das erkennt man sogar ganz gut. Das ist Leon der Profi. Genau. Schon mit einem Renault. Kein Zutritt, nein, ein Renault. Ja, jetzt bin ich da wow hart, Alter. Bruisers! Oh Gott! Ah, schon ganz cool, dass die sich gegenseitig wegwichsen. Das ist halt Bruce Willis, ein High Hard, ja. Wow, Hard. Ja, Bruce Willis. Gibt's da zwei verschiedene? Bruce Willis und einmal Bruce Willis. Los, Frau Schlimmerich. Mit dir, American Eagle. Okay, kann ich gut an. Wir liberaten jetzt erstmal Level 3. Ach, 007, Alter. Vor allem seine Special Moves, ja. Habe ich nie kapiert. Pass auf. Ich trinke einen Martini. Ich fliege. Ich mache einen Laser. Und ich habe eine Maske auf. Kein Plan, Alter. Passt doch. Jetzt World Red, Alter. Top aus, hier startet noch eine Halbagent. Nachschub. Naja. Ja, wow, Shady. Oh, scheiße! Jetzt bin ich VA Wow Wreckers. Schön, dass die auch an die Kommode denken. Wer ist das? Dirty Harry. Achso. Das ist auch noch Arnie. Aus das Phantomkommando. Er ist halt der Bromando. Oh, scheiße. Das ist auch ein guter Film. Jo. Ihr habt ja eben gerade hier jetzt ist halt das Bromando eigentlich gemacht. Ja, stimmt. Ja, ich bin Mel Gibson aus Wowhard, Alter. Wowhard. Pass mal auf, mein Special Move. Pass auf, er kriegt nicht nur blau-weißes Gesicht, sondern die amerikanische Flagge.
Guck mal, das Gesicht unten an. Ja, ich muss sagen, der hat ja sonst zwei blaue Streifen. Ne? Ja, ja. Der Crap, Alter. Der ist gut. Der Metzel King. Oh, scheiße. Ach, hier, jetzt bin ich Broden, Alter. Auf dem Doppel, oder was? Oh, nein. Oh, scheiße. Ach, jetzt bin ich Warner McCloud. Kennt ihr den? Das ist der Highlander. Der Unsterbliche. Hatte ich ja vorhin einen Witz auf der Pfanne, aber du hast es ja nicht geschafft zur Krone. Ach, da hätte ich das am liebsten rausgehauen. Das lag mir schon auf der Zunge, bis du denn nur Dritter wurdest. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt bin ich Indiana Bones. Welt, ja. Ich kann mich überall durchpeitschen. Oh, lange ach, Peitsche, jetzt bin ich Chuck Norris aus. Ach, wie hießen denn seine Filme? Das weiß nur Chuck Norris. Noch bei Facebook ist da noch Chuck Norris Witzegruppe angemeldet. Oh Gott, echt noch? Die meisten sind aber recht lame. Wobei die letzten Tage mal ein paar coole Bilder bei rauskamen. Ach. Jetzt. Thanks, Girl. Ja. Und wisst ihr, was ihre Special-Tactic ist? Sie ruft Panzer, jetzt kann ich Panzer fahren. Einfach gar nicht überprüfen. Ah, ich hab noch ein Leben, ich glaube, ich müsste mir das da unten erstmal holen. Kein Plan, wer das hier ist. Robotnik. Oh, da haben wir gleich. He-Man. So Rocketeer. Cliff, Billy Campbell. Kein Plan, wer da Robotnik hier ist. Ich habe hier nebenbei das YouTube-Video offen, was ich euch geschickt hat, wo die Charaktere sind. Rocketeer heißt der. Und der Film heißt wohl The Rocketeer. Noch nie gehört. Von 91. Er hier ist der absolut schärfste. Wow-Lee. Der hat auch Chuck Norris besiegt. Die Fresse unten. Hauptsache nur ein Chuck oder Welt. Ich boxe mich hier erstmal durch die Welt. An der Kante. So, ein Inch Punch. Oder wieder den nennen. Ja, der One Inch Punch, ja. One Punch Man. Chuck Norris wirklich. Fuck. Ja, so geht halt das Spiel ab. Geht dann auch, wenn ihr mal Bock drauf habt. Im Koop oder mehr Spieler. Das ist ja ein riesen Chaos auf dem Bildschirm, denke ich mal. Ja, ist es. Wenn du denn zu dritt bist. Wahnsinn. Weil für 4 Euro kann man sich das tatsächlich mal überlegen. Oder? Also jetzt habe ich hier gerade den Time Bro, der kann halt die Zeit anhalten. Ja, ist halt schon als Einzelspieler unübersichtlich, Alter. So ein totales Jagdes. Klar. Jackie Chan können sie doch entfügen. Oh, scheiße. Trotz ja alles weg.
Alter, weißt du, an was für einen Film ich mich letztens wieder erinnert habe, Bro? Huh? Kennst du noch Killer Target? Ja. Dieser asiatische Film, diese Comedy-Action. Mit wem war denn das? Mit Chow Yun Fat. Oder Fat. Ja, ja. Gibt's aber nirgendwo. Muss man kaufen als DVD. Das ist doch Officer Tequila. Wo er das Baby durch die Jen schmeißt und so. Und sich mit dem Baby die Zähne putzt und so Sachen. Oh, der Film war mega nice. Ist das wohl so Slapstick oder was? Ja, ja. Richtig so kranker asiatischer Scheiß ist Kung Fu Hustle Style. Aber du findest ihn nirgendwo leider. Scheiße. Aber wo du gerade Chow Yun Fat sagst oder Fat. Mann, wie hießen denn die Filme, wo er Officer Tequila war? Hardboiled. Hardboiled, ja. Das oder den habe ich glaube ich schon mal gesehen. Das mega nice, richtig geile John Woo Filme. Und die Vorgänger halt. Man Better Tomorrow oder sowas, glaube. Ach, nur noch ein Zuschauer, was ich hier muss. Was da aus, wie macht das? Das war einfach top, aber. Ich bin eigentlich noch voll dabei. Ah, zwei Leute, guck mal. Tobi, jetzt habe ich hier Snake Wow Skin. Ja, ich sehe schon. Ist aber halt nicht von Metal Gear. Ne? Nee, ist halt von Flucht aus LA. Ach. Ja. Das war ja kurz. Das war noch kürzer. Naja, muss halt Stallone. Ach, ey, was ist denn jetzt los? Wow, jetzt müsstest du wissen, wen ich hab, oder? Oh, Ash. Tanz der Teufel. You genau. Dead. Der Mann. Ach, fuck. Naja, jetzt hab ich schon die zirpende Grille. Die macht Damage, Alter. Damage. Ja. Wie fehl war das denn jetzt? Naja, jetzt bin ich wownen. So gibt mir wownen. Eigentlich nur voll der Quatsch. Los. Naja. Ja, ist halt was für Männer. Männer. Aus dem Schweißgerät. Da braucht ja auch mal einen Flammenwerfer. Rest in peace. Oh, die ganzen vietnamesischen Schuhe. Ich kann ja noch ein bisschen rumposen. Yeah. Oh, meine kräftige Arme, ja. Jetzt habe ich wieder Leon, den Profi. Lion. Naja, ich bin erstmal raus. Erstmal das Schmatzen. Ich mach auch nur das Level, dann bin ich auch erstmal raus. Ja, aber kein Plan, wenn ihr Bock habt, für ein paar Tacken euch das zu holen,
war bestimmt vor einem Koop. Jo. Lass mal Controller aufladen. Oh, Botschrei. Ah, da bin ich mal gespannt. Okay. Leo. Agent Smith. Na gut. Ja, haut da erstmal hin. Jo, schreibst du mir, wenn du die Taro irgendwie Zeit hast? Ja, passt. Moin. Alles klar. Ciao, ciao. Moin. Mach's.